Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Alles auf Gold. Heute geht es in die S-Lizenz rein und wir werden hier 10 Lizenzen haben, wo wir um Gold kämpfen. Und ja, bin mal gespannt, wie es läuft. Der Aventador ist Fahrzeug Nummer 1, auf den Highspeed-Ring geht es. Und heute wird wahrscheinlich ein bisschen mehr geschnitten werden als sonst, denn letztendlich, ja, will ich das auch nicht komplett ausarten lassen, was die Videolänge angeht. Und der Lamborghini ist ein Schreihals! Zu spät? Ah, probieren wir nochmal. Ja, den ersten vollständigen Versuch würde ich im Idealfall auch mitnehmen, damit man so ein bisschen was sieht. Auch von der Strecke, von der Prüfung an für sich. Ah, come on! Ja, okay. Müssen wir noch ein bisschen anders anfahren. Okay, knappe Kiste. Da kann ich ruhig noch einen Ticken früher bremsen. Okay, ab in die letzte Kurve. Das sieht schon mal nach einem okayen Versuch aus. Okay, ein bisschen unruhig am Ende. Aber es könnte sogar first, also beim ersten vollen Versuch, klappen. Sehr schön. Ich gratuliere herzlichst zu Gold. Das war eine Top-Leistung. Danke dir. Ja, wunderschönes Auto. Geiles Auto. Damit gehen wir in die nächste Prüfung. Ja, meistens liegt auch irgendwo das Geheimnis darin, beim ersten Mal vielleicht einen etwas saferen Versuch zu wagen, damit man nicht irgendwie komplett übertreibt. Ihr könnt übrigens, weil ich ein bisschen auch schneiden werde, wird das wahrscheinlich ganz interessant sein. So ein bisschen auch den Fortschritt beobachten, wie viel Zeit ich brauchen werde. Rechts oben, ich kann schon mal sagen, 16.44 Uhr oder 43 dürfte ich in die erste Prüfung reingestartet sein. Und Kimi geht im Hintergrund ab, denn Kimi ist jahrelang Ferrari-Fahrer gewesen. Also mein Hund heißt auch Kimi, aber ich übertrage es jetzt mal auf Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen ist jahrelang Ferrari-Fahrer gewesen und freut sich natürlich auf das Rennen in Monza, wo übrigens die Grafik sehr weird aussieht. Also, die ganzen Schatten. Nochmal. Ja, die ganzen Schatten und auch die Bäume und so, das sieht alles so schlierenhaft aus. Irgendwie sehr strange. So, jetzt einmal Volldampf auf der Bremse. Sehr schön. Rechts über den Körb. Links an den Körb. So, schnell wieder raus beschleunigt. Ja, und ich meine, hier zum Beispiel ist es auch super ablenkend, finde ich, wie schlecht die Strecke teilweise durch diese komische Schattierung und so aussieht. Also, ist auch nur bei der Lizenz bisher, dass mir das so mal aufgefallen ist, dass irgendwas grafisch grob Faxen macht in GT7. Hui! Keep pushing. Lesmo 1 und Lesmo 2 gut erwischt. Im vierten Gang gehen beide Tachonadeln, by the way, relativ parallel hoch. Also darauf mal achten. Das finde ich immer super, super nice. So, jetzt. Das sieht so geil aus. Okay, jetzt nur noch die Parabolika gut erwischen, bitte. Bei 200 Meter bremse ich mal etwa. Okay, 150 hat es, glaube ich, auch getan. Ja, ja. Da geht noch eine Menge.
über eine halbe Sekunde allein schon in der letzten Kurve. Gucken wir mal. Boah. Reicht sogar fast. Reicht sogar. Nicht nur fast. Also knapp. So, bam. Das war das richtige Wort. Nice. Alter, das geht relativ flott hier durch die S-Lizenz stand jetzt. Ja, schneller als gedacht. Ich dachte eigentlich, dass ich beim Lamborghini noch ein bisschen länger brauchen würde. Rein in den Nissan Silvia Touring Car. Was hat das Auto eigentlich für Fahrzeugspezifikationen? 521 Punkte. Das heißt, könnte... Nee, für ein Gruppe 4 Auto ist, glaube ich, zu schwach. Na gut, könnte aber in Richtung Gruppe 4 und so relativ leicht getuned werden. Okay, der hat gute Bremsen. Und der ist auch super stabil beim Exit. Wow. Okay, da kann ich auch später bremsen. No, nein! Nein! Okay, nochmal. Oh, come on, nochmal. Okay, sieht bis jetzt sehr gut aus. Da habe ich ein bisschen zu früh geschaltet vom dritten in den vierten. Nicht zu früh ans Gas, jetzt passt. Sehr schön, gute Runde, bam! 59,1, sauber. Die nächste Lizenz ist dann im Toyota Supra GT500 in Tokio. Okay, das ist ja eine Strecke, wo ich mich nicht 100% wohlfühle bislang. Die lerne ich zwar immer weiter und weiter kennen, aber insbesondere im letzten Part, ja, fehlt mir hier und da mal ein bisschen die Pace, weil ich die Strecke halt, wie gesagt, noch nicht zu 100% verinnerlicht habe. So, auf geht's. Okay, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen früher aufs Dock, noch aufs Gas. Okay, wo bremsen wir jetzt an? 150 Meter ungefähr. Ja, das war okay. Ich konnte einen Ticken später nur raus beschleunigen, aber so schlimm war das jetzt nicht. Ja, hier können wir voll durchfahren. Nächste Kurve ist wieder eine Haarnadelkurve. In dem Auto muss ich auch zum Glück nicht so sehr aufpassen, wie ich die Linie hier durch die schnelle Passage nehme, weil du kannst so oder so Vollgas hier durch, oder? Fünfter Gang macht mir jetzt gerade so ein bisschen mulmiges Gefühl, nö, geht schon easy. So, okay. Sauberes Ding. So, okay. Jetzt wird's auch nochmal spannend. Also. Geht die Rechtskurve hier voll? Thank you.
erste Quersteher, meine Güte. Oh, das wäre First Try Gold. Was nicht First Try klappt, soll Second Try klappen. Auf geht's. Da geht noch eine Menge. Ja, direkt schon mal in der ersten Kurve deutlich mehr rausgeholt. Auf geht's. Aktuell können wir noch unseren Ghost auf dem Radar verfolgen. Sollte er ein bisschen weiter zurückfallen, werde ich auf jeden Fall die Streckenkarte abrufen. Okay. Schade, da wollte ich noch ein bisschen früher aufs Gas gehen. Aber das Auto wird unruhig. So, 50 Meter ungefähr. Bremsen, innen bleiben, innen bleiben. Ja, war ein bisschen besser, weil ich ein bisschen weiter innen bleiben konnte als vorhin. Wir können mal gucken. Okay, Sitzungsrekord aktualisiert nicht. Schade, also kein Vergleich zu der letzten Runde. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen später anbremsen. Da wäre auch noch ein bisschen Zeit drin. Ich glaube, ich habe am Ende sogar jetzt noch früher angebremst, ist aber auch nicht schlimm. Oh oh. Wäre fast schlimm geworden. Okay. Alright, merke dir, Dave, die Rechtskurve im vierten nehmen, nicht wieder hochschalten. Auch schön rechts innen bleiben. Sauber. Das war deutlich besser jetzt. Locker eine halbe Sekunde, noch mehr. 8/9 sind safe. Ja, wow, geht. Okay, halbe Sekunde. Die erste Schätzung, 4/10 ist tatsächlich am besten gewesen. Ja, aber die Euphorie bremst das definitiv nicht. Wir haben Numero 4 schon abgeschlossen und das jetzt nach 14 Minuten. Ich weiß, manche werden sich jetzt denken, haha, wart mal ab. Zum Beispiel die hier. Das ist eine wundervolle Prüfung. Und im Livestream habe ich die geschafft. First Try, nachdem ich mir ein Lied angemacht habe, bei dem ich mir dachte, brauche jetzt geschillte Musik und nachdem ich mehrere Fehlversuche hatte. Deswegen, auf geht's jetzt in Sardinia. Okay. Okay, bis jetzt geht so. Bin ich noch nicht 100% mit der Runde zufrieden, ehrlich gesagt. Okay, jetzt wird's interessant. Hier gibt's ein, zwei Hubbel, die euch komplett aus dem Leben rausjieten können. Das ist er. Ja, das war noch zu langsam. Das war viel zu langsam, aber ein safes Ding muss sein. Bevor man sich Gold holt.
sauberes Ding. Sehr schön. Ja, Mann, gutes Ding. Also, wenn man den letzten Hubbel kennt und im Prinzip den passiert, indem man entweder A, Glück hat, B, vom Gas geht oder C, sogar kurz davor nochmal bremst, dann geht das sogar relativ gut klar. Der Shelby hat mich auch nicht allzu viele Nerven gekostet, um ehrlich zu sein. Also, am Anfang so ein bisschen Probleme mit der Traktion gehabt, aber ging eigentlich auch relativ gut klar. Trial Mountain ist halt auch einfach eine Strecke, die ich unfassbar liebe. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Framerate passt, oder? Ja. Sehr spät eingelenkt. Aber nicht ganz optimal. Oh no! Okay. Ein paar Probleme mit der Traktion, wie gesagt. Aber dafür holen wir beim zweiten Versuch direkt Gold. Im Tunnel ist er biestig. Okay, ein bisschen vorsichtig sein hier und da. Ansonsten läuft es ganz gut bisher. Keine Ahnung, ob die Runde schnell ist oder nicht. Das sieht nach einer relativ guten Zeit aus, oder? Ja, das könnte sein. Oh Gott, die Ziellinie ist sehr viel später als gedacht. Okay. Alter, die Ziellinie war so spät. Das hätte auch gut und gerne 2.16, 2.17, 2.18 sein können am Ende noch. Eieieiei. Also, das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt am Ende nochmal. Aber es hat gepasst. Und jetzt kommen wir zu einer Prüfung, die eine Besonderheit hat. Nämlich müsst ihr hier Lachgas nutzen. Und dazu muss ich mal gleich nochmal gucken, wo überhaupt meine Taste für Lachgas ist. Das macht man bei den Controller-Einstellungen, bei der Tastenzuweisung. Kann man auch auf dem Controller nachschlagen. Und das haben wir bei L3. Okay, hier unten links den Knopf muss ich also drücken. Hoffen wir mal, dass es passt. So, wichtig ist bei diesem Auto, vertraut dem Auto. Dieses Auto, ich gehe jetzt mal in die klassische TV-Cam, ne? Dieses Auto hat sehr viel mehr Grip, als ihr denkt. Okay, das war schon mal nicht gut. In den Curb wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Egal, second try wird wieder Gold.
Okay, vielleicht auch nicht. No! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, nicht doch! Weiter! Es wird keine Gold, aber... Ja, trotzdem gut genug für eine Runde mit Dreher. Okay, jetzt ohne Spinala. Bremsbalance könnte man theoretisch noch mal ordentlich nach hinten stellen. Sauberes Ding. Ja, komm, eine 1,6er. Ja, Mann. 19. schneller. Ich gratuliere herzlich zu Gold. Das war eine Top-Leistung. Irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass er mich ein bisschen veräppelt, aber hey. Meine Güte, ey. Okay, guter Run. Weiter geht's zu der S8-Lizenz und zu einem Auto, das ich bei der Streckenerfahrung im Highspeed-Ring gefahren bin und das sehr, sehr gut sich angefühlt hat. Aber wir müssen hier in Interlagos ein bisschen umdenken. Ich muss ein bisschen früher bremsen als mit einem Formel-1-Auto zum Beispiel, was eigentlich mein Bremspunkt für Interlagos definiert. Das kann sich allein in Kurve 1 schon sehr stark auswirken. Okay, hier hat es gepasst. Aber ansonsten mag ich den Pagani Sonder eher. Wie gesagt, in Interlagos habe ich ein paar Problemchen jetzt mit dem gehabt, weil F1 ist eigentlich mein Bremspunkt Bestimmer Nummer 1 eigentlich für gewöhnlich. Zumindest für Strecken, wo ich sonst keine GT3s oder kaum GT3s fahre oder sonstige Autos. Ich bin halt noch nie F1 auf dem Highspeed-Ring gefahren. Deswegen, da musste ich mich nicht an neue Bremspunkte gewöhnen. Hier allerdings schon. Letzte Kurve leider versemmelt, den Exit. Ist das genug? Ich würde eigentlich fast sagen, nö, aber vielleicht ist es das Gegenteil von Trial Mountain und die Linie kommt ein bisschen früher als erwartet. Hat tatsächlich 1,2 Sekunden schneller First Try Gold geholt in einer S-Lizenzprüfung. Meine Güte. Ja, läuft. Nicht schlecht. Gehen wir weiter. Ah, Nissan GT-R 500, GT500. Ja, die GT500-Serie in Japan ist natürlich auch super geil. Gab es ja einen Crossover mal mit der DTM. Wäre halt so geil, wenn da eine Kombination geklappt hätte. Aber die DTM-Autos sind ja mittlerweile weg. Jetzt sind die GT3-Autos DTM-Autos. Das Auto hat Grip. Medium-Reifen. Also nur Medium-Reifen dürften es auf jeden Fall nicht sein, die hier
für diesen heftigen Grip dienen. Das Auto ist auch super. So. Die Autos untersteuern aber auch teilweise in den langsamen Kurven. So unfassbar krass, ne? Ist halt sehr ungewohnt. So. Ihr Lieben. Ist es das? No. Nochmal. Okay, das war jetzt eine Verbesserung, aber keine ausreichend deutliche. Schade. Ja, zweiter Versuch. Dritter Versuch, zweiter Versuch, zweiter Versuch, glaube ich. Noch nicht genug. Ich sehe kaum was. Boah, krass, den Körper kann man ja richtig heftig abusen, damit der einfach einen richtig eindreht. Meine Güte, das wird safe ein 1,23er jetzt, oder? Boah, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Vielleicht ein 24 Low, aber Mann, ist das gut gewesen. Unbedingt den Körper dahin mitnehmen. 23er tatsächlich. Und jetzt geht's ab in die letzte Prüfung. Und ich weiß, was diese letzte Prüfung ist. Ich habe ja schon ein, zwei Mal angekündigt oder auch ein, 200 Mal erwähnt. Im Livestream, das immer ein bisschen voraus. Wir machen zwei parallele Playthroughs. Einmal im Livestream, einmal hier. Und das hatten wir tatsächlich auch schon mal im Livestream gepackt. Auf geht's im Porsche 917K in Spa-Francorchamps. Und das Ding ist, wir fahren mit Slicks, aber wir fahren auf einer Strecke, die teilweise trocken, teilweise nass ist. Ja, 2,26 müssen wir hier unterbieten. Ich hoffe, das passt. Auf geht's. Belastend. Das war nicht gut.
geklappt, da auch so unnötig. Fehlerchen gemacht, aber es hat funktioniert. Da ist natürlich noch jede Menge Zeit drin. Und das war schon mal nicht schlecht. Gott, es hat 37,5 Minuten gedauert, jetzt die ganze S-Lizenz durchzurocken. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte das selbst so deutlich, so schnell nicht erwartet. Ich speichere mir mal gerade das Replay, damit wir dieses wunderschöne Auto auch als Thumbnail nehmen können. S-Lizenz, S10, first try. Was geht ab? Ja, denkbar knapp, aber das hat es, glaube ich, umso epischer gemacht. Ich wollte einfach das Spannungsmoment aufrechterhalten. Richtig. Nee, Spaß beiseite. Ey, wenn es euch gefällt, lasst gerne Daumen nach oben da, ne? Gern Abo raushauen für alle Neuen auf dem Kanal. Ich glaube, das war gerade Argument genug dafür. Und wir kriegen den Audi A8 LMS. Und... jetzt gibt's noch ein anderes wunderschönes Automobil. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ja, wichtig ist natürlich, einfach auf den trockenen Bereichen der Strecke bleiben. Und im letzten Sektor ist es eigentlich das einzig richtig Schwierige dann. Klar, du musst immer das Auto unter Kontrolle halten. Bam! Mit dem Auto werden wir so viel Spaß haben, das verspreche ich euch jetzt schon mal. Man muss das Auto einfach auf der Strecke halten. Das ist klar, das ist durchgehend schwierig mit dem Porsche, aber richtig, richtig schwierig wird es im letzten Abschnitt. Vor Blanchiment und in Blanchiment ist es halt gefühlt überall nass. Und da musst du halt wirklich aufpassen. Und da kommt das ins Spiel, was ich schon ein, zwei Mal, glaube ich, angesprochen hatte. Wenn du lenkst, darfst du nicht voll beschleunigen. Wenn du geradeaus fährst, kannst du voll beschleunigen. Das ist wichtig. So, saubere Sache, Alter. Woo, Sammlerstufe 19. Von 15 auf 19 durch ein Auto? Oder war da... Hat der Audi da jetzt noch dazu gezählt? Oder ist es nur dieses Auto gewesen jetzt? Nur der Red Bull X2019? Ja, damit haben wir alle Lizenzen auf Gold, ihr Lieben. Ich guck doch mal. Ja, sicherheitshalber. Nee, da gibt's nicht nochmal S2-Lizenz oder so. Ja, sauber. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Ja, wenn ihr noch Fragen offen habt, wie ihr irgendeine Lizenz oder so meistern sollt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr hilfsbereit, was das angeht. Ich versuche euch möglichst zu helfen. Und ansonsten, bam, wunderschönes Automobil. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr so ist, lasst gerne Daumen nach oben, da gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein und ganz besonders die zweite Playlist in der Beschreibung auschecken. Dort habt ihr alles auf Gold. Das Format, was komplett Gran Turismo serienübergreifend ist. In dem aktuellen Zeitpunkt, jetzt ist die Formulierung komisch, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir da Gran Turismo 1 und fast komplett Gran Turismo 2 da drin. Gran Turismo 3, 4, die Mission von 4, Teil 5, plus so ein paar Challenges von Teil 5, Teil 6 und so alles. So Missionen gehört dann auch, glaube ich, zu Alles auf Gold allgemein. Das werden wir auch da reinpacken. Aber auch andere Sachen, also vor allem auch die Lizenzen, die werden da Teil dessen sein. Unbedingt gerne mal reinschauen. Insbesondere, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, der Dave, ich will den jetzt mal leiden sehen. Ich habe bei der S-Lizenz gelitten, er hat bei der S-Lizenz nicht gelitten. Schaut euch Gran Turismo 2, ich glaube, die IB-Lizenz an. Sie heißt, glaube ich, Gebe ich auf, die Folge. Schaut es euch an, da gab es eine, die hat mich über 200 Versuche gekostet und dann werdet ihr auch exakt wissen, warum ich angefangen habe, in diesen Formaten oder allgemein beim Thema Lizenzen zu cutten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, bis demnächst, ciao!